Was passierte eigentlich mit der Familie Dursley nach den Heiligtümern des Todes? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die Familie Dursley sprechen und was mit ihnen nach dem Zaubererkrieg passiert ist. Nachdem Harry 17 Jahre alt geworden war, waren die Dursleys gezwungen, ihr Haus zu verlassen, nachdem der Schutzzauber aufgehört hat zu wirken. Aber wohin genau gingen sie? Was geschah eigentlich mit ihnen, als Lord Voldemort besiegt wurde? Sind sie einfach nach Hause zurückgekehrt? Ich werde all diese Fragen beantworten und dir die Abreise der Dursleys erklären. Die Dursley-Familie ist die einzige bekannte Familie, die Harry Potter hat. Sie wohnten am Lingusterweg 4 in Littlewinging und machten oft einen großen Bogen um ihre Nachbarn, damit diese nichts von den merkwürdigen Vorgängen in ihrer Familie mitbekommen. Sie waren die letzten, von denen man erwarten würde, dass sie in etwas Seltsames oder Geheimnisvolles verwickelt sind, weil sie sich einfach nicht mit solchem Unsinn aufhielten. Die Dursleys waren die Muggel, die Harry Potter bei sich aufnahm, nachdem Lord Voldemort seine Eltern getötet hatte. Er wurde von Albus Dumbledore zu den Dursleys in den Lingusterweg 4 gebracht. Vernon und Petunia hatten Angst vor Harrys Verbindung zur Zauberei, also verheimlichten sie einfach, dass er ein Zauberer war. Sie vernachlässigten ihn und zwangen ihn, in einem Schrank unter der Treppe zu wohnen. Sie behandelten ihren eigenen Sohn Dudley viel besser, indem sie ihn verwöhnten und den Befehlen des Jungen einfach nachgaben. Im Sommer 1997 wurden Petunia, Dudley und Vernon unter den Schutz von zwei Mitgliedern des Orden des Phönix gestellt, da man glaubte, dass Harry Potter, sobald er 17 wurde, Voldemort alle Mitglieder seiner Familie ausfindig machen und Informationen erfoltern würde. Vernon, seine Frau und sein Sohn verließen gemeinsam das Haus und es war ihm egal, was mit Harry geschehen würde. Vernon wollte Harrys Hand zum Abschied schütteln, aber wegen seiner Abneigung gegen Harry und gegen die Zauberei unterließ er dies in der letzten Sekunde. Er ging so schnell wie möglich, in der Hoffnung, sich vor dem bösen, dunklen Zauberer Lord Voldemort zu retten. Harrys Cousin Dudley Dursley bereute schließlich seine Grausamkeit gegenüber Harry. Das lag vor allem an einem Vorfall im Sommer vor Harrys 5. Schuljahr, bei dem er Dudley vor einem Dementor retten musste. Dudley unternahm mindestens einen bekannten Versuch, sich mit Harry zu versöhnen. Dudley stellte eine Tasse mit Tee vor Harrys Zimmer. Harry missverstand dies jedoch zunächst als einen weiteren Streich, da Dudley die Tasse auf den Boden gestellt hatte und Harry aus Versehen draufgetreten war. Als Dudley von den Dementoren angegriffen wurde, sah er sich selbst zum ersten Mal, wie er wirklich war. Das war eine äußerst schmerzhafte, aber letztendlich nützliche Lektion und der Beginn der Verwandlung in ihm. Er schüttelte Harrys Hand und dankte ihm, dass er ihm das Leben gerettet hatte. Petunia, seine Mutter, beobachtete, wie ihr Sohn die ersten Worte der Akzeptanz aussprach, die Harry jemals von Dudley gehört hatte. Petunia ging zur Tür, um zu gehen, schaute Harry jedoch noch einmal an und öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber kurz darauf drehte sie sich doch um und ging hinaus. Sie blieb kurz stehen und schaute zurück. Einen Moment lang hatte Harry das seltsame Gefühl, sie wollte ihm etwas sagen. Sie warf ihm einen seltsamen, zittrigen Blick zu und schien auf der Kippe zu stehen. Petunia hatte Harry Glück bei seiner Suche wünschen wollen, aber tat es letztendlich doch nicht und verließ den Lingusterweg 4. In Dudleys Erwachsenenleben heiratete er und wurde Vater von zwei Kindern. Vernon wurde Großvater. Er hatte ein besseres Verhältnis zu Harry und sie blieben in Kontakt. Petunia wurde Großmutter und Schwiegermutter. Dudley und Harry schrieben sich weiterhin Weihnachtskarten und Harry nahm seine Kinder manchmal mit zu Dudley, damit sie mit ihren Kindern zusammen spielen konnten. Ihre Beziehung war nicht so stark, aber es war eine große Veränderung gegenüber der Zeit, als sie aufwuchsen. Es ist nicht bekannt, ob Dudley jemals in den Lingusterweg 4 zurückgekehrt ist und ob die Familie woanders hingezogen ist. Irgendwann vor 2020 verstarb Petunia. Wahrscheinlich war es Dudley, der Harry über den Tod seiner Mutter informierte. Es wurde enthüllt, dass sie die Decke aufbewahrt hat, in der Harry zu ihnen als Baby gebracht wurde. Nach ihrem Tod wurde diese an Harry zurückgegeben. Und das war auch genug Dursley für heute. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.